Ja, hallo liebe Werderaner, herzlich willkommen zum heutigen Wiesenhof-Expertentipp mit Max Kruse. Ich werde euch durch den Spieltag führen und fange an mit Dortmund gegen Wolfsburg. Ein Klassiker würde ich fast sagen in den letzten Jahren. Dortmund zu Hause relativ stark, naja, außer gegen uns. Aber von daher denke ich, dass sie Wolfsburg mit 3-1 bezwingen werden. Nächstes Spiel, Leipzig gegen Schalke. Auch ein sehr interessantes Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie beide aus der Winterpause kommen. Tippe deswegen auf ein 2-2. Köln gegen Gladbach. Sehr interessantes Spiel, das Rhein-Derby. Ich aus alter Verbundenheit nach Gladbach tippe auf ein 3-2 für Gladbach. Stuttgart gegen Hertha. Stuttgart spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison, auch wenn sie am Schluss der Hinrunde ein bisschen gewackelt haben. Aber insgesamt sind sie auf einem sehr guten Weg, auch sehr heimstark. Deswegen glaube ich, dass Stuttgart zu Hause 2-1 gewinnt. Frankfurt gegen Freiburg ist das nächste Spiel. Interessante Partie. Auch Freiburg ist einer meiner Ex-Clubs. Sie haben es auch gegen uns im Pokal sehr, sehr gut gemacht. Sind auch auf dem aufsteigenden Ast, haben, glaube ich, in der Bundesliga die letzten drei Spiele punkten können. Und aber Frankfurt ist auch sehr heimstark, deswegen tippe ich auf ein 1-1. Leverkusen gegen Bayern. Unser Pokalgegner im Viertelfinale zu Hause gegen den Rekordmeister. Ja, ich glaube, Leverkusen ist sehr gut drauf, aber gerade im ersten Spiel nach der Winterpause will Bayern einfach zeigen, dass sie Titelambitionen haben. Deswegen glaube ich, dass Bayern mit 2-0 gewinnt. Augsburg gegen den HSV. HSV steht da jetzt zum Glück hinter uns in der Tabelle, noch zumindest. Ich hoffe, das bleibt auch nach dem Spieltag so. Ich denke deswegen, dass Augsburg das Spiel für sich entscheiden wird mit einem 2-1. Hannover gegen Mainz. Hannover auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Mainz ein bisschen im Straucheln gewesen, aber ich glaube, Mainz hat sich jetzt auch nochmal sehr gut verstärkt in der Winterpause. Deswegen glaube ich, dass sie mit Schwung aus der Winterpause kommen und in Hannover zu einem 1-1 kommen. Und das letzte und wichtigste Spiel des Spieltages ist der SV Werder Bremen. Also wir gegen TSG 1899 Hoffenheim. Es wird sicherlich ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich glaube, wir haben in der Winterpause viel dafür getan, dass wir auf einem guten Level sind, dass wir am Samstag bereit sind, alles zu geben. Aber wir wissen auch, dass mit Hoffenheim ein sehr starker Gegner nach Bremen kommt. Ans letzte Bundesligaspiel hier in Bremen wollen wir uns nicht so gerne erinnern, was wir leider deutlich verloren haben. Im Pokal sah es dagegen ganz anders aus. Deswegen glaube ich, wird es ein interessantes Spiel. Ich hoffe natürlich mit dem positiven Ausgang für uns. Und deswegen glaube ich, dass wir 2-1 gewinnen werden. Ja, ich glaube, wenn der Spieltag so läuft, sind wir alle sehr zufrieden. Deswegen, das waren meine Tipps. Jetzt seid ihr dran und viel Erfolg beim Tippen.